Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf OWN Galaxy und heute schauen wir uns mal etwas genauer die App Hearthstone an. Das hattet ihr euch ja von mir gewünscht und ja, bei den besten Apps der Woche habe ich ja immer nur eine Minute Zeit, um auf eine App einzugehen und das machen wir heute mal ein bisschen intensiver und genauer. Ich hoffe, diese Art von Video wird euch gefallen, wo man einfach mal etwas intensiver auf eine App speziell eingeht. Und wenn euch das gefällt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, dann kann ich das auch nochmal zu anderen Apps vielleicht genauer machen. Es ist jetzt irgendwie kein Let's Play, würde ich das nicht nennen. Es ist einfach mal ein bisschen genauer auf eine App eingehen und sich das Ganze mal ein bisschen genauer anschauen und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Gameplays zu zeigen davon, damit ihr einfach einen stärkeren und intensiveren Eindruck bekommt. Das machen wir vielleicht auch mal ein bisschen öfter. Wenn euch das Ganze gefällt, schreibt es einfach in die Kommentare und wir fangen jetzt mit dem Video an. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, ich bin jetzt im Spiel und wir spielen im gewerteten Modus und ja, mein Ziel ist es jetzt auf Rang 8 aufzusteigen und erstmal im Spiel müssen wir natürlich immer Karten aussortieren und da sortieren wir erstmal Naturgewalt und wildes Brüllen aus. Wir spielen nämlich Druiden und das ist sozusagen die starke Combo des Druiden, um das Spiel nachher zu beenden und deswegen brauchen wir die am Anfang nicht. Wir haben jetzt hier Karten gezogen, die halt nicht ganz gut passen. Wir haben 2, 3, 4, also haben wir für den zweiten, dritten und vierten Zug eine Karte, die wir direkt spielen können. Das ist eigentlich ideal. Jetzt bekommen wir nochmal einen Hüter des Hains. Das ist auch immer gut am Anfang, weil der die Möglichkeit hat, jemanden zu silenzen. Also wenn er irgendwas Fieses spielt, kann es entweder gesilenced werden, das heißt, dass der Effekt annulliert wird, oder halt, dass man zwei Schaden hinzufügt. Das ist immer ganz praktisch zu Beginn des Spiels. Und ja, jetzt hat der Gegner nichts gemacht. Das heißt, wir können einfach so unser Spiel hier fortführen und dann das Monster mit 3 Mana spielen im dritten Zug, wie gerade schon angedacht. Und ja, jetzt gleich im nächsten Zug haben wir sehr viele Möglichkeiten, weil wir 3 Minions haben, die 4 Mana kosten. Und ja, jetzt spielt er hier einen Erntegolem und einen Mech-Warper. Das heißt, entweder silencen wir den Mech-Warper oder wir nehmen halt den Erntegolem raus. Und der Erntegolem hat ja halt den Effekt, dass wenn er stirbt, noch ein weiterer Golem herbeigerufen wird. Und das wollen wir jetzt hier mal unterbinden, silencen den und dann können wir den schön töten, ohne dass sein Effekt ausgelöst wird. Was jetzt natürlich hier schlauer ist, ist jetzt natürlich die Frage, wir hätten natürlich auch jetzt den Mech-Warper rausnehmen können. Dann müssen wir einfach mal gucken, was jetzt so der Gegner raushaut. Wenn er jetzt natürlich viele Mechs raushaut, dann war es natürlich blöd, dass wir den Golem rausgenommen haben, aber das kann man ja vornherein nie so ganz genau wissen. Ja, mal gucken, was er jetzt macht. Jetzt spielt er den mechanischen Yeti, also hat sich das schon so ein bisschen für ihn gelohnt. Und für uns war es jetzt ein bisschen blöd, dass wir den nicht rausgenommen haben, aber okay, es ist jetzt auch nicht allzu schlimm. Und ja, wir können jetzt eigentlich, ich würde mal sagen, noch den zweiten Hüter des Hains spielen. Dann können wir damit nämlich seinen mechanischen Yeti schön rausnehmen mit der gepanzerten Spinne. Dann passt das nämlich schön. Ich spiele nämlich möglichst immer so, trade ich sozusagen mit dem, dass so wenig Minions von mir natürlich dabei sterben. Das ist natürlich logisch. Und ja, jetzt hat sein Minion auch nicht mehr den Effekt, dass es einen ja, stärkeren Angriff hat. Das passt ganz gut. Und im nächsten Zug können wir auch Kel'Thuzad spielen. Das ist eine Legendary und die hat den Effekt, dass wenn wir dann Monster in den Tod jagen sozusagen, werden die dann wieder gerufen am Ende des Zuges. Das heißt, wir können die einfach irgendwo reinjagen, ohne dass die dann weg sind, sondern dann werden sie halt wieder zurückbeschworen. Das ist immer ganz praktisch. Das heißt, wir können jetzt mit unseren beiden Hüter des Hains gleich einfach ja, seinen Panda da rausnehmen. Ohne, dass wir die verlieren, weil die kommen dann am Ende des Zugs wieder. Und somit hat sich sein Effekt dann schon rentiert, egal, auch wenn dann ja der Mage sozusagen dann das Ding zu einem Schaf verwandelt, das ist dann ganz egal. Und ja, jetzt spielen wir das einfach mal. Und wenn wir jetzt auf Fertig klicken, seht ihr gleich, dass dann die beiden wieder zurückkommen und sogar mit vollem Leben, also ist wirklich praktisch. Und dann mal gucken, ob was er da jetzt hier für einen Konter spielt, weil eigentlich muss er den auf jeden Fall rausnehmen. Ja, das war jetzt natürlich nur Zufall, das hat dann nicht Kel'Thuzad getroffen, aber wie wir sehen, hat er noch genügend Zauberkarten auf der Hand, um auch Kel'Thuzad rauszunehmen hier. Aber natürlich war das jetzt nicht allzu effektiv, weil er schon ziemlich viel dafür opfern musste, nur um die eine Karte halt rauszuhauen, deswegen war das für uns ganz gut. Wir sind jetzt sozusagen in der führenden Position und können uns jetzt eben erlauben, 2 Karten zu ziehen, um dann gleich mehr Möglichkeiten zu haben, wieder auf ihn drauf zu antworten.
Und ja, dann spielen wir das jetzt erstmal schön runter. Immer wenn er was drauf aufs Board legt, das gleich am besten wieder wegclearen, sodass er da gar keine Möglichkeiten hat, irgendwelche Kombinationen auszuspielen. Und ja, jetzt müssen wir halt eben abwarten, was jetzt von ihm kommt. Denn so haben wir natürlich gerade einen Vorteil. Und ja, das ist sowieso immer, die meisten Sachen sind halt Reaktionen. Man kann die besten Kombinationen auf der Hand haben, aber wenn er dann irgendwas spielt, was damit nicht ja, übereinstimmt oder was dazu nicht passt, muss man dann halt immer hier sozusagen abwägen können, was denn jetzt besser ist, was man besser spielt. Und ja, jetzt hat er hier was gespielt. Ist eigentlich ganz okay, aber stört uns jetzt nicht groß, was er jetzt hier gemacht hat. Wir können jetzt mal, haben so viele Möglichkeiten, was wir jetzt spielen können. Und wir sehen jetzt auch schon, dass wir unsere Combo sozusagen auf der Hand haben mit Naturgewalt und wildes Brüllen. Das sind 14 Schaden und da müssen wir jetzt sozusagen ihn hinkriegen, dass wir die spielen können und ihn dann sozusagen auf einen Schlag dann vernichten können. Das ist jetzt unser Ziel. Und wir müssen jetzt erstmal dafür ihm ein bisschen Schaden hinzufügen, weil wir dann wollen, dass unsere Combo greift. Und wenn wir dann sogar noch in der glücklichen Lage sind wie jetzt, dass wir drei Monster oder so auf dem Feld haben, ist das Ganze natürlich noch viel einfacher. Wir gucken jetzt erstmal, jetzt kommt hier der Pyromancer von ihm und wir werden ihm jetzt gleich nochmal 5 Schaden mit unserem Meister der Lehren machen und dann mal gucken, wenn er jetzt ein Monster auf dem Spielfeld lässt oder wenn ein Monster von uns sozusagen überlebt, dann haben wir gewonnen mit unserer Combo. Und wenn er jetzt beide töten sollte, müssten wir nochmal gucken, was wir da machen. Aber ich denke mal, wenn wir Glück haben, bleiben beide am Leben. Außer er hat jetzt hier noch was Nettes, was er uns hier entgegenwerfen kann. Ja, einmal den Frostblitz da noch drauf. Ja, okay, es reicht genau für ihn. Da hätten wir vielleicht lieber die andere Karte spielen sollen, den anderen Mech. Aber gut, müssen wir jetzt nochmal gucken, was wir dann nochmal genau jetzt hier anstellen können. Und ja, da kommt der Prankenhieb und damit können wir ihn dann genau auf 14 Leben sozusagen runterspielen. Und dann könnten wir ihn dann im nächsten Zug finishen mit unserer Combo. Und ich denke mal, das machen wir jetzt auch und dazu können wir dann noch den Mech spielen. Und der hat halt noch als Todesröcheln, dass dann noch eine andere Karte kommt. Somit denke ich mal, dass wir auf jeden Fall noch eine andere Karte dann haben, die uns im nächsten Zug dann noch unterstützen kann. Und ich denke mal, das ist jetzt schon fast eine sichere Nummer. Wir spielen jetzt einfach nochmal Prankenhieb auf ihn direkt drauf. Und das müsste jetzt für ihn schon Alarmschuss sozusagen sein, dass er merkt, oh, ich glaube, der will jetzt finishen, weil normalerweise hätte ich ja jetzt den Prankenhieb auf eine andere Karte von ihm ausgesetzt. Und ja, mal gucken, wie er jetzt hier reagiert. Den muss er eigentlich auf jeden Fall rausnehmen. Gucken, was wir jetzt hier bekommen. Das ist immer so ein schöner Moment, weil das ja so zufällig ist, was man da bekommt. Ja, die Karte hat jetzt keinen Angriff, aber ist für uns egal, weil für uns reicht es. Er konnte sich nicht mehr heilen oder irgendwas mit Spott legen. Von daher haben wir jetzt gewonnen, wenn wir gleich unsere Combo spielen, weil die genau 14 Schaden ausübt und ja, mit dem leeren Sucher Cho auf dem Board sogar dann 16 Schaden. Das heißt, das reicht genau für uns. Wir spielen das jetzt. Er bekommt jetzt halt die Karten auf die Hand, aber es bringt ihm ja jetzt auch nichts mehr, weil er dann tot ist. Und ja, das war jetzt eine sichere Nummer. Spielen wir das runter. Und ja, das war's dann von diesem Video. Ich denke mal, das war ein gutes Match, da konnte man so einiges dran sehen. Falls ihr da Interesse habt, nochmal ein Video über Hearthstone zu sehen. Ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen nebenbei, wie ich das spiele, so ein bisschen ein paar Sachen erklärt. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen. Und ja, ansonsten, wenn euch das so gefällt und ich öfter solche Videos machen sollte, über eine App insgesamt ein bisschen ausführlicher, so wie jetzt, oder auch vielleicht nochmal zu Hearthstone speziell, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Mir macht diese Form von Video auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil ich mich dann einfach mal wirklich etwas intensiver mit dem Spiel auseinandersetzen kann und das nicht immer nur so zusammenfassend erklären muss. Ihr müsst mir dann eben sagen, wie euch das gefällt. Und ja, dann möchte ich mich jetzt auch verabschieden, weil sonst wird das Video ja noch viel länger. Und das war ja jetzt so schon recht lang. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.